Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Wir sind das letzte Mal hier auf Heimdalls Turm stehen geblieben, von dem aus wir jetzt hier in Asgard weitermachen werden mit den Collectibles. Ja, wie ihr es gewohnt seid, für diejenigen, die sich nur für die Story interessieren, ja, überspringt einfach die nächsten paar Folgen. Oder ja, schaut immer mal wieder kurz rein. Ihr schafft es schon. Oder schaut es euch an, weil es teilweise dann doch sehr witzig. Hoffe ich, denke ich, finde ich. So. Genau, da wollen wir rüber. Da springe ich nicht runter. Oh. Das wird nix. Au. Ja gut. Das lief jetzt nicht so klasse. Auf einen neuen Versuch. Eieiei, das war jetzt nicht unsere Kräsanzstunde gerade. Hier einmal rein und dann noch weiter runter. Klatsch. So. Ach so. Nee. Die haben wir noch gar nicht gelesen. Hast du geschriebene Nachricht? Harvey, die Jötner haben Hilfe. Allein hätten die Eindringlinge den gemeinen Schutzkreis nicht überwinden können. Ich nehme die Verfolgung dieser niederträchtigen Grenzübertreter auf und berichte dir später. Ha, dieser Heimdall. Okay. Dann wollen wir doch einmal. Darüber rudern. Zu der kleinen Insel. So, jetzt muss ich das alles wieder markieren hier. Tack, tack, tack. Dann springen wir nach da oben. Wir gucken dann beim Runtergehen wieder. Ja, das passt schon. Da ist der Weltenbaum Yggdrasil. Warum weist du mich ab?
Njörd, dein betrunkenes Klagen schallt durch Asgard. Was hat dir so zugesetzt? Ich habe ein schönes Strandhaus in Noatun. Der vollkommenste Ort in ganz Asgard. Aber reicht es, um Skadi glücklich zu machen? Nein! Sie will, dass wir in den beschissenen Bergen erfrieren. Sie ist eine Jötun. Das hättest du wissen müssen, bevor du sie zur Frau nahmst. Sie wählte mich? Was kann ich dafür, dass ich solch schöne Füße habe? Du kannst so nicht weitermachen. Dein Geheul wird einen Seesturm entfachen. Das ist mir gleich. Ich habe genug Met, um mich warm zu halten, bis Skadi und ihr Clan in ihre kalte Heimat zurückkehren. Vielleicht werden sie das, doch zuvor werden sie die Reichtümer deines schönen Hauses plündern. Daran hatte ich nicht gedacht. Bei Ymirs Eiern, ich muss zur Küste zurück. Bring mir ein Boot. Noch habe ich meinen Stolz. Ich weigere mich, wie ein Fischer zu schwimmen. Bring mir ein Boot. Na, ein Boot habe ich hier schon. Zur Frau zu haben, ist sicher nicht leicht. Das einzige Mal, dass sie je wirklich lächelte, war, als diese Ziege fast Lokis Eier abriss. Ich weiß noch, wie ich dachte, oh, die ist grausam und hinreißend. Doch die Freude war den Schmerz nicht wert. Und nun habe ich den ganzen verfluchten Clan am Hals. Ich kenne eine Rune, die ihren Äxten die Schärfe nimmt. Nur wenn das auch ihre Zunge geht. So. Das Schiff brauchen wir nicht mal. Ich hoffe, du findest Frieden, edler Njörd. Eine schlechte Wahl kann schwierig sein. Aber nicht schlimmer als überhaupt nicht zu lieben. Mein Heim in Noatun wird mir genug Freude bringen. Aber was ist mit dir, Gerissener? Was liebst du? Wissen, Meereskönig. Ihm nachzujagen. Geheimnisse zu entwirren. Geschichten zu entdecken. Das ist es, was mich nährt. Nun, so wie ich die Welt und alle neuen Reiche kenne, wirst du nie hungrig sein. Das Glück sei mit dir. Danke, mein Lieber. Danke. So. Dann haben wir da wieder den nächsten von Ymirs Tränen. Ich bin ja gespannt, was man damit anstellen kann.
fehlen ja nur noch 20 oder so, keine Ahnung. Genug. Und das allein in Asgard, wer weiß, ob wir noch nach Jötunheim oder so können. Also es wird jetzt wahrscheinlich noch einiges an Zeit brauchen, bis wir hier mal alles eingesammelt haben und dann mit der Story weitermachen. Einleiten. Kann man da rein? Ja, natürlich kann man da rein, aber dafür braucht man ein Ölfass. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Ja, natürlich. Natürlich muss ich dafür hier rüber rennen. Wäre direkt einfach, wenn ich. Ausbrennen. Oh, oder auch nicht. Natürlich gut. So. Und den nächsten Hammer. Weitem noch mehr werden mögen. Ja gut, das ist, denke ich, mein Material, was man nur hier in Asgard findet. Und sonst nirgends. Da haben sie dann halt dafür gesorgt, dass man direkt einen Vorrat finden kann, einen ordentlichen. Als Geister von Tieren oder so. Ah ne, es sind einfach nur markierte Tiere. Ich renne dem Fuchs hinterher. Ich fühle mich wie ein Ghost of Tsushima, Alter. Brief an Idun, Frühlingsbraut, Königin der Geburt. Achte gut auf deine Schätze, die trickreichen Lügen und wollen dir ein zartes Geschenk der Jugend stehlen. Doch dein wertvollster Preis findet sich tief im Inneren und bedarf meines Schlüssels, um es zu öffnen. Ich glaube, da ist einer spitz wie Nachbarslumpi. So. Geht's jetzt darüber? Einmal. Oh. Ach, nein, keine Opferschale. Der Schatten des Untergangs vernebelt mir die Sinne. Selbst warum ballern die hier eine Hauptfassade hin? Zu verbergen. Oh, 30 mal Ymirs Tränenstein. Okay. Echt jetzt? Dafür sind die da.
könnte sie in diese eine Opferschale. Yo! Ich kann mir keine Fehler erlauben. Dann schätze ich mal, werden es auch, auch 30 Tränensteine sein. Wenn man da 30 braucht. Dann wird man die wahrscheinlich auch echt nur für diesen Opferaltar brauchen. Also man muss den Haufen Collectibles sammeln, um ein Collectible einsammeln zu können. Also wenn daraus jetzt keine geile Szene entsteht, dann bin ich pisst. So. Da haben wir noch ein Adrenalinfeld. Da haben wir noch ein Adrenalinfeld. Das war eine Giftwolke. Leichensprengfalle ist okay. Ach komm, ja. Komm. Können wir uns so weit wie hinkommen. Genau, jetzt erstmal da oben hin. Auf meinen Turm hinauf. Okay, da sind wir wieder. Jetzt schauen wir mal, dass wir von hier oben so Stück für Stück runterklettern, wenn das geht. Geht das? Unten bleiben können. So, da ist die Girlande. Und die müssen wir mal eben ran. Waldis Schmiede.
Hier scheint es irgendwie... Von hier aus sind diese Wand. Ja, komm ich. Cool. Finde ich gut. Sieg von dir, Waldsohn. Vater, verliere nicht den Mut. Dabei du für einen undankbaren Herrn schuftest, geht das große Werk voran. Wir haben in größere Tiefen gegraben, selbst als Yggdrasils Schlangen je, erreicht haben. Und wir hören noch lange nicht auf. Unser Volk wird im Schoß des Berges sicher sein, wenn der rußrote Hahn singt. Erdulde dein Los, wie du es sicher wirst. Es ist nur ein Kräuselchen im ewigen, im ewig fließenden Fluss der Zeit. Alf. Zack. So. Dann geht's hier hoch. Da können wir dann jetzt darüber, dann dahinter dran. Ich würde gerne, danke. Okay. So. Noch ein Tränenstein. Vater, deine Hinweise waren bei unserer Arbeit eine große Hilfe. Frosty hat große Fortschritte bei der Runenkunde sowie bei Bindungszaubern größerer Stärke und Haltbarkeit gemacht. Hinterlasse mir mehr deines Wissens, verstreut und vor neidischen Augen versteckt. Mögen es seinen Weg in fähige Hände finden. Möge es, oder? Egal. Verzweifle nicht, verliere nicht deinen Glauben an das große Werk. Du bist der Heimat fern, doch unseren Herzen nah. Alf. Gut. Da haben wir das auch wieder eingesammelt hier. So, tack. Zack, zack, so. Geht jetzt mal hier lang, hier raus. Dann rüber auf die zweite Insel. Leider müssen wir hier... Doch, wir haben hier noch einen. Einen Elch. Ja, cool. Das ist cool. Assassin's Creed Origins hat man ja so ein krasses Flammenross. Und in Odyssey kommt dann einfach so seinen Typen mitnehmen. Ich sehe dich! Thor, warum rufst du mich? Um dich zu fordern! Stell dich mir im Spottstreit! Okay, let's go. Ich nehme deine Herausforderung an und werde dich etwas in Sachen Demütigung lehren. Nun sprich! Dass ich die Stärke deiner Überzeugungen hören möge. Und nun stell dich, Allvater, du reimst wie ein Wurm. Ich beherrsche den Donner, willkommen im Sturm. Komm nur rüber, los, trau dich und spiel nicht auf Zeit. Überheblicher Nator, aus der Nähe kennst du bestimmt keinen Neid. Gib nur acht, was du wünschst, ich gewinne den Streit. Na. Überheblicher Narr, Thor! Aus der Nähe kennst du bestimmt keinen Neid! Ha! Genauso schwach wie erwartet! Ah, ich schlug Riesen und Monster, mein Ruf ist gerecht! Mich bewundern die Massen, vom Krieger zum Knecht!
Du verhätschelter Aase verdienst jeden Spott! Ich bin klug und erfahren, du törichter Gott. Niemand bewundert dich, alle rennen nur fort ganz flott. Ich bin klug und erfahren, törichter Gott! Du hattest Glück! Schmach folgt dir als Schatten auf Schritt und auf Tritt! Dein Versagen ist episch, so schreib besser mit! Oh, du alberner Graubart, schon bald trittst du ab! Und du denkst, du beerbst mich, denk gleich nochmal nach. Tja, ein Sieg ist nicht das, was das Schicksal dir gab. Wenn ich abtrete, verspreche ich, folgst du mir ins Grab. Nicht dein bestes Werk, mein Vater. Ich habe den Poetenprinzen besiegt. Komm gerne zurück, wenn du noch ein Zungengefecht wünschst. Ja, wir müssen gewinnen. Ich kann auch nicht gegen Thor verlieren. Du kommst zurückgekrochen, was? Ich werde spotten und gewinnen. Lass uns beginnen. Und nun stell dich, Allvater, du reimst wie ein Wurm. Ich beherrsche den Donner, willkommen im Sturm. Komm nur rüber, los, trau dich und spiel nicht auf Zeit. So, gib nur acht, was du wünschst, ich gewinne. Gib nur acht, was du dir wünschst. Ich gewinne den Streit. Nicht schlecht, alter Mann. Ich schlug Riesen und Monster, mein Ruf ist gerecht. Mich bewundern die Massen. Vom Krieger zum Knecht. Du verhätschelter Aase verdienst jeden Spott. Ich bin klug und erfahren, törichter Gott. Du hattest Glück. Schmach folgt dir als Schatten auf Schritt und auf Tritt. Dein Versagen ist episch, so schreib besser mit. Oh, du alberner Graubart, schon bald trittst du ab. So. Tja, ein Sieg ist nicht das, was das Schicksal dir gab. Ja, besser als ich dachte. Beschreib mir den Geschmack der Niederlage, Thor. Ich kenne ihn nicht. Dieser kleine Rückschlag spornt mich nur an, noch besser und stärker zu werden. Ich kehre zurück und vernichte dich mit gekonntem Spott. Okay. Dann haben wir einen weiteren Punkt zum zur Charisma-Verbesserung bekommen. Im Kampf gegen Thor. Odinson. Gott des Donners. So. Dann gehen wir jetzt mal darüber zu dem Rätsel. Von denen haben wir ja nicht so mega viele. Jetzt sind es noch 7. 1, 2, 3, 1, 2. Ja, die nächsten 4 sehe ich schon. Sind echt noch einige Reichtümer, Alter. So, was haben wir denn da? Dein, der Leblose. Wieso finde ich diesen edlen Hirsch so fernab des Baums überlassen? Der Anblick dieses majestätischen Tiers verleiht meinem Herzen Flügel. Ich folge gleichen Mutes. Machen die Jötun hier. So. Wo sitzt der Hirsch hin?
Hey. Noch mehr Jötchen. Sei einmal in deinem Leben kein Hasenfuß. Ich bin Odin. Wo ist der Herr Schwertzinn? Er ist uns eben noch entgegengekommen. Hier? Flieg, Freundin. Hallo, hier. Hier sind echt ein Haufen Jöten im Wald unterwegs. Was machen die alle hier? Was ist das? Naja. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Bis dann und tschüss.